Und ich will auch noch mal sagen, dass es sich wirklich lohnt, sich zu registrieren für jede Veranstaltung, auch wenn man nicht live teilnehmen kann, wofür ich natürlich totales Verständnis habe. Vormittags um 10 kann nicht jeder unbedingt dabei sein. Aber das Registrieren hat den Vorteil, dass man dann die Aufzeichnung zugesendet bekommt. Und in der Aufzeichnung gibt es auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch Fragen zu stellen. Die gelangen dann zu mir und ich beantworte sie dann für denjenigen sehr gern und auch zeitnah. Ja, so, nun haben wir noch ein paar Minuten, Blick zur Uhr. Ich habe ja nun heute das dritte Seminar und ich hoffe aufgrund des Feedbacks, dass das auch gut ankommt. Es geht ja hier insgesamt bei mir immer um Leben ohne Krankheit. Und bei den Seminaren, die montags bis Samstag jetzt stattfinden, in der vergangenen Woche nur Montag und Dienstag, weil meine Augen-OP dazwischen kam. Aber hier sind wir schon am dritten Tag heute. In diesen Seminaren geht es um Naturzeolith. Was Naturzeolith eben zu Leben ohne Krankheit beitragen kann. Ja, und der Blick zur Uhr sagt mir, noch mal ganz genau gucken, es ist 10 Uhr. Heutiger Mittwoch. Ich freue mich, Seminar Nummer 3 in dieser Woche zu der Problematik oder zu dem Themenkomplex Naturzeolith zu beginnen. Freue mich über alle Teilnehmer. Freue mich auch, dass sich sehr, sehr viele registriert haben. Denn ich erwähnte es schon, dass das Registrieren Sinn macht, denn dann bekommt man die Aufzeichnung des Seminars zugesandt und die Aufzeichnung ist nicht einfach nur ein Abspulen des Videos, sondern bei der Aufzeichnung hat man auch über dieses System, deshalb freue ich mich so darüber, über dieses System zu verfügen, hat man dort die Möglichkeit, auch in der Aufzeichnung noch Fragen zu stellen und die gelangen dann zu mir. Überhaupt, Fragen können hier im Chat auch gestellt werden, das finden Sie und ich versuche dann, mich jetzt aber auf meine Ausführungen zu konzentrieren und zum Ende erst auf den Chat einzugehen. Aber Fragen lassen sich natürlich auch. Ist nicht jede Frage ist geeignet, in der Öffentlichkeit gestellt zu werden. Lassen sich auch die Fragen sozusagen mir per E-Mail zusenden. Meine E-Mail-Adresse teile ich gleich mit. Ja, beginnen wir also Mittwochsseminar. Und ich rufe mal die Vorstellung der Dias auf. Das wird mir hoffentlich gleich gelingen. So. Ich hoffe, Sie sehen das. Wenn es Probleme gibt, überhaupt, dass Sie mich zum Beispiel nicht gut hören oder die Slides nicht gut sehen, das kann passieren, dann ist mein Tipp einfach auswählen und wieder neu einwählen über den Link, den Sie von mir bekommen haben. Betreten Sie unmittelbar wieder den Seminarraum, diesen Live-Seminarraum. Ja, heute geht es darum, wie Naturzeolith Diabetikern helfen kann. Und ich kann schon vorab sagen, Naturzeolith ist Diabetikern eine große Hilfe, kann eine große Hilfe sein. Sie werden vielleicht staunen. Ich komme nicht mal im Rahmen der Zeit dazu, alle Einzelheiten zu bringen, sondern nur das Wesentliche. Aber wenn Sie die Systematik erkennen, dann wissen Sie, wenn Sie von Diabetes betroffen sein sollten oder Sie wollen jemandem eine Hilfe geben, meine Informationen geben, Wissen weitergeben von mir, das ist natürlich auch geeignet, das so zu tun, dann haben Sie zumindest, nachdem wir die 30 Minuten hier am heutigen Seminar absolviert haben, haben Sie entsprechend ausreichende Informationen dazu, nicht nur die Informationen selbst zu verwenden, sondern eben auch weiterzugeben. Ja, Wissen ist ja die große Kraft. Ohne Wissen geht es nicht. Wer weiß, hat mehr Macht. Wer weiß, hat auch mehr Freiheit. Denn das Wissen führt einen zur Freiheit, sich für Leben ohne Krankheit zu entscheiden. Ja, auf Wunsch vieler möchte ich nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, wo man weitere Informationen, interessant dargestellte Informationen zur Thematik Naturzeolith aufnehmen kann. Und mit Freude muss ich auch sagen, denn alle diese hier von mir vorgestellten Bücher machen Freude, wenn man sie liest. Ja, erstens einmal ganz hoch von mir gelobt das Buch von Dr. Ilse Tripnick, Der Stein des Lebens.
Hier stellt sie dar, aus ihrer Sicht als Ärztin, wie sie bei Erkrankungen Zeolit einsetzt, um den Patienten zu helfen, ihn zu heilen. Der von mir hochverehrte Professor Karl Hecht äußert sich in seinem Buch Zeolit Lebenskraft durch Urgestein noch etwas detaillierter über die Zusammenhänge. Es macht Freude, ihn zu lesen und die Zusammenhänge überhaupt zu unseren Lebensabläufen, zur Chronologie, zu Lebensstil, alles im Zusammenhang mit Zeolit zu sehen. Und er räumt auch mit vielen Fehlurteilen und vielen Fehlinformationen in diesem Buch auf. Ich kann das Buch nur empfehlen, genauso wie sein Buch Antwort auf 100 Fragen zur gesundheitsfördernden Wirkung des Naturzeolits. Wunderbar, 100 Fragen, 100 Antworten. Und ich nehme an, dass viele Ihrer Fragen auch dort beantwortet werden. Es macht einfach Spaß, dieses Büchlein zu lesen. Und viertens dann, das geht schon ein bisschen mehr in Richtung Naturwissenschaft und medizinische Wissenschaft, sein Buch Naturmineralien, Regulation, Gesundheit. Hier werden noch mehr wissenschaftliche Zusammenhänge, Formeln, aber auch Zusammenhänge zum normalen Leben gebracht. Und man verkraftet es auch als Laie und versteht es. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, als klinischer Strahlenphysiker musste ich einige Seiten wiederholt lesen, um diesen letztendlich richtig zu verstehen. Macht aber auch Spaß, wer so tief eindringen will. Ich kann das Buch empfehlen. Ja, wir haben ja diese Woche die 6 Seminare, die jeweils immer 10 Uhr, Montag bis Samstag beginnen. Die ersten beiden, diese sechs Themen sind hier aufgeführt. Es geht um Entgiftung. Es geht um effektiver Helfer bei Chemo- und Strahlentherapie. Darüber haben wir Montag und Dienstag gesprochen. Heute geht es um Diabetiker, um die Hilfe von Zeolit für Diabetiker. Und die drei folgenden Donnerstag, Freitag, Samstags-Themen lauten: mit Zeolit erfolgreich bei Polyneuropathie. Dann Jungbrunnenzeolit, gesund steinalt werden. Hochinteressantes Thema. Und letztens dann am Samstag ganzheitliche Entgiftung. Hier geht es um eine Zusammenfassung und mehr um praktische Empfehlungen. Praktische Empfehlungen sind ja auch heute wichtig bei unserem Thema. So hilft Zeolit den Diabetikern. Ja, zu meiner Person ganz kurze Vorstellung. Werner Ulrich, ich bin klinischer Strahlenphysiker, komme aus den Bereichen Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Ich bin Medizingeräteentwickler, besonders auf dem Gebiet der Entwicklung von Schmerztherapiegeräten, aber auch Geräte zur Entfernung, zur Beseitigung von schädigenden Parasiten im Körper. Ich bin Geschäftsführer, Buchautor, Patentinhaber mehrerer Patente und ich beschäftige mich und informiere über Methoden, die zu Leben ohne Krankheit führen können. Das sind Methoden, die ich aus der Literatur, aus anderen medizinischen Zentren weltweit sammle, auf Messen, auf Kongressen und so weiter. Die gebe ich weiter, sie bereite ich auf, die Informationen gebe ich weiter. Aber es sind auch eigene von mir entwickelte und modifizierte Methoden. Immer geht es um Leben ohne Krankheit. Mein Motto lautet: ich helfe Menschen, schmerzfrei zu leben. Wenn Sie mit mir kommunizieren wollen, dann habe ich hier die E-Mail-Adresse eingeblendet. Vielleicht notieren Sie sich, wenn es, sagen wir, um Fragen geht, die Sie hier nicht im Chat stellen wollen, dann schicken Sie mir eine E-Mail. Die Adresse lautet werner@ulrich-mtc.de. So, damit genug zu meiner Person. Jetzt kommt noch ein wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, der Vorrede genug getan. Für wen ist es nun interessant, worüber wir in dieser Woche hier sprechen? Wir erfahren nämlich, oder Sie erfahren nämlich, in diesen Seminaren systematisch, detailliert, im Konkreten und allgemein, wie das Vulkanmaterial Zeolit Clinoptilolit Ihr Leben und Ihre Gesundheit retten kann. Wenn wir über Zeolit heute reden und hier reden, und wenn ich überhaupt über Zeolit rede, dann spreche ich immer über Naturzeolit, über Zeolit Clinoptilolit. Ja, es geht also um Ihr Leben und
ihre Gesundheit und die kann man retten. Und das ist nicht zu hochtrabend ausgedrückt, sondern Sie werden erkennen am Beispiel der Hilfe bei Diabetes, dass das der Fall ist. Die Gesundheit liegt im Bauch, sagen die Chinesen. Und dieser Satz, diese Weisheit hat für Diabetiker eine besondere Bedeutung. Denn alles liegt im Bauch, die Gesundheit liegt im Bauch. Und sehen wir uns an, wie das weitergeht, wie sich das auf Diabetes mellitus bezieht. Diabetes mellitus ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Und es ist nach dem Fettstoffwechsel die zweithäufigste Stoffwechsel. Also nach der Erkrankung des Fettstoffwechsels die zweithäufigste Stoffwechselerkrankung, die wir vorfinden. Diabetes mellitus ist leider im Kommen, verbreitet sich immer mehr, gerade unter unseren Lebensbedingungen. Es ist eine Stoffwechselerkrankung und übersetzt lautet Diabetes mellitus honigsüßer Durchfluss. Honigsüßer Durchfluss, das ist die Übersetzung von Diabetes mellitus. Der Ursprung dieser Bezeichnung liegt weit vor den Zeiten der modernen Labordiagnostik, mit der wir heute den Zuckerwert im Blut bestimmen. Damals wurde die Diagnose durch einen Geschmackstest gestellt, und zwar anhand des Uringeschmacks. Interessant, nicht wahr? Diabetes mellitus ist also eine chronische Erkrankung des Stoffwechsels. Und wir kennen eigentlich zwei, und Sie werden schon hier staunen. Ich habe mir erlaubt zu behaupten, es sind drei Typen. Und immer mehr in der modernen Literatur, in der modernen Fachliteratur wird es bestätigt, dass es nicht nur zwei Diabetestypen sind, sondern wir kennen auch einen Diabetes Typ 3. Sie kennen sicherlich den Diabetes Typ 1. Dort ist die Produktion des Insulins in der Bauchspeicheldrüse reduziert bzw. eingestellt. Typ 1 hat also die Ursache, dass zu wenig oder gar kein Insulin mehr produziert wird. Und entgegen der Behauptung, dass man Typ 1, also eine Autoimmunerkrankung, dass man die nicht heilen kann, habe ich schon Ergebnisse mit AgilCare Pro gehört als Bericht, dass Menschen, denen Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde, ihren Diabetes Typ 1 überwinden konnten. Hochinteressant, aber heute nicht unser Thema. Wir reden heute über Zeolit und nicht über AgilCare. Lassen Sie sich an anderer Stelle von mir über AgilCare informieren. Der weit verbreitete Diabetes Typ 2 wurde früher als Altersdiabetes bezeichnet und der entsteht dadurch, dass wir dort keine ausreichende Produktion von Insulin in der Bauchspeicheldrüse haben, weil nämlich die Anforderung der Zellen immer höher wird. Die Zellen werden aus verschiedenen Gründen resistent und sie nehmen nicht ausreichend Insulin auf. Wir lernen gleich noch kennen, wozu man überhaupt das Insulin braucht. Und der Typ 3, zu dem ich mich hier herausgewagt habe und der, wie gesagt, seit einigen Jahren auch in der Literatur ganz deutlich dargestellt wird, das ist die Morbus Alzheimer. Lassen Sie sich später erklären, warum ich das hinzugefügt habe. Speziell bei den Folgeerkrankungen von Diabetes kann der Zeolit eine große Hilfe sein. Darum geht es heute und das ist unser Thema. Und wie das funktioniert und wie Sie darauf Einfluss nehmen können für Ihr Leben ohne Krankheit, das wollen wir heute in den wenigen uns zur Verfügung stehenden Minuten dieses Seminars klären und verbessern. Es geht also immer um die Verbesserung der Lebensqualität. Es geht für Leben ohne Krankheit, für diejenigen, die Diabetes mellitus haben, sei es Typ 1, Typ 2, Typ 3, die Lebensqualität zu verbessern. Wie sieht das Krankheitsbild eigentlich aus? Dazu muss man zur Physiologie einiges erläutern und ich traue mich mal auf dieses Terrain, was eigentlich nicht zum Feld eines klinischen Strahlenphysikers gehört. Aber ich denke, wir werden das alle auch so gut verstehen, beziehungsweise das schon bestehende Wissen wieder rekapitulieren können anhand der folgenden Aussagen und Erläuterungen. Wie kommt der Zucker ins Blut? Ja, wir haben ja gerade gesprochen, Zuckerkrankheit, Diabetes. Über die Nahrung, besonders über die Kohlenhydrate, nehmen wir Zuckermoleküle auf, die werden im Darm zerkleinert zu kleinen Glukosemolekülen.
Und dann werden entweder diese Glukosemoleküle eventuell sofort verbraucht oder sie gehen in Zuckerspeicher. Beides passiert eigentlich parallel. Sowohl die Glukosemoleküle werden im Darm zerkleinert oder zu den Glukosemolekülen kommt es dort, aber auch die Zuckerspeicher, die befinden sich nämlich in Leber und Muskeln, werden aufgefüllt. Und man kann sich zum Beispiel gut vorstellen, dass aus den Muskeln schnellstens der Zucker abgerufen werden kann. Stellen Sie sich nur vor, Flucht ist etwas, was uns genetisch gegeben ist bei Gefahren. Und dann können wir unsere Muskeln sofort einsetzen, Energie umsetzen, aufgrund dessen, weil dort Glucose eingelagert ist. Man muss dann eigentlich in den Muskeln nur noch in die Zellen der Muskeln, die uns dann fortbewegen können, in möglichst hoher Geschwindigkeit, um, wenn ich an den Urmenschen denke, vor wilden Tieren sich in Sicherheit zu bringen. Oder eben auch heute bei Gefahren ist Flucht eine gute Lösung und uns genetisch gegeben. Das Blut transportiert den Zucker nur, die Glucose, aber die Glucose wirkt in der Zelle. Sie kann aber die Glucose zur Energiegewinnung, zur Energieproduktion, kann nur in die Zelle eindringen, hereingelassen werden, wenn der dazugehörige Schlüssel auch vorhanden ist. Und dieser Schlüssel ist das Hormon Insulin. Also, Blut transportiert den Zucker. Der Zucker soll wirksam werden in der Zelle, nämlich zur Energieproduktion. Dort kommt er aber nur hinein, wenn das Hormon Insulin vorhanden ist, und somit wirkt Insulin wie ein Schlüssel, um in die Zelle hineinzukommen. Und so ist schon eigentlich klar, bei der Zuckererkrankung, wo nicht genügend Insulin da ist, gibt es hier ein Problem, den Zucker in die Zelle zu lassen. Deshalb haben Zuckerkranke, die nicht noch von außen Insulin als Medikament hinzufügen, haben einen zu hohen Blutzuckerspiegel, besonders nach dem Speisen von Mahlzeiten. Der variierte Glukosegehalt im Blut entsteht also durch unterschiedliche Nahrungsaufnahme und beziehungsweise unterschiedlichen Energieverbrauch. Somit variiert er groß und somit müsste sich auch der Insulinbedarf immer anpassen. Und je mehr wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, desto mehr Insulin wird gebraucht. Und das klappt beim Gesunden sehr gut. Nur unsere Lebensweise, besonders unser hoher Verbrauch von Zucker, führt dazu, dass es zur Erkrankung, immer häufiger zur Erkrankung Diabetes mellitus kommt. Und was bedeutet das? Das System, was sozusagen den Insulinbedarf anpasst, beziehungsweise die Insulinproduktion anpasst zu den variierten Glukosegehalt im Blut durch unterschiedliche Energieversorgung, unterschiedlichen Energieverbrauch beziehungsweise unterschiedliche Nahrungsaufnahme. Diese Erkrankung entsteht, wenn das System aus dem Gleichgewicht kommt und das System ist überfordert. Ja, hier noch einmal meine Aufstellung von den drei Typen. Wir haben also Typ 1, die sogenannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, dort produziert die Bauchspeicheldrüse, sind nicht mehr in der Lage, Insulin zu produzieren. Die Beta-Zellen sind zum allergrößten Teil verkümmert. Und wie gesagt, meine Meinung, nach meinen Erfahrungen, sind noch wenige Erfahrungen, aber sind sehr, sehr erfreulich, ist auch Typ 1 heilbar, beziehungsweise man kann ihr begegnen mit AgilCare Pro, indem eben dort dieser mit Diabetes verbundene Parasit, das ist ein Ringwurm in der Leber, dass man den abtötet, und dazu eignet sich anscheinend AgilCare Pro sehr gut. Typ 2, es wird keine ausreichende Produktion mehr von der Bauchspeicheldrüse gebracht. Und gerade ein dauerhaftes Übermaß an energiereicher, also kohlenhydratreicher Nahrung kann hier der Auslöser sein. Die Bauchspeicheldrüse erhöht die Insulinausschüttung, um die hohen Zuckerkonzentrationen im Blut zu senken. Aufgrund dieses hohen Insulinangebots werden die Rezeptoren in der Zelle unempfindlicher für die Aufnahme des Insulins. Der Zucker verbleibt im Blut. Ab einer gewissen Höhe des Blutzuckerspiegels wird dann Glucose über den Harn ausgeschieden. So sieht es also bei Typ 2 aus. So, nun zu Typ 3.
Da das Hirn einen besonders großen Bedarf an Zucker hat, nämlich viel Energie umsetzen muss, verlässt sich das Hirn beim Menschen nicht auf seine Bauchspeicheldrüse. Deshalb produziert es selbst Insulin. Und wenn es dort zu Störungen kommt, aus den gleichen Gründen, so ähnlich wie ich das eben bei Typ 2 gesagt habe, dann entwickeln sich dort der Diabetes Typ 3, wir können auch sagen, der Hirndiabetes, aber noch besser ist es bekannt als Alzheimer. Somit steht das als Synonym für Diabetes Typ 3, steht die Morbus Alzheimer Erkrankung als Synonym dazu. Ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, der in der Wissenschaft verfolgt wird und auch bringt es einen mehr Klarheit, wie es zu Alzheimer kommt und wie man vielleicht auch diese Alzheimer-Erkrankung, die immer größere Verbreitung zeigt und von schrecklichen Symptomen zur Persönlichkeitszerstörung begleitet ist, dass wir dort vielleicht einen Ansatz finden, über diesen Weg, nämlich das als Stoffwechselerkrankung erkennen, dass wir dort zu einer Heilung kommen. Ansätze gibt es in der Literatur dazu. Das ist heute jedoch nicht so stark unser Thema. Klar ist, dass bei dem Krankheitsbild die Bauchspeicheldrüse überfordert ist. Und klar ist auch, das habe ich hier in der Zeile fett markiert, dass es zunächst keine Schmerzen gibt. Es gibt auch zunächst keine Anzeichen. Erst viel später kommen Schäden, die, wie die Schulmedizin meint, die nicht behoben werden können. Nerven, Zellen und Gefäße werden geschädigt. Und das bringt besondere Gefahren mit sich. Es kommt zur Arteriosklerose, zu Polyneuropathien oder zu Nierenerkrankungen. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Blutungsstörung oder Gehirnschlag wird festgestellt. Das sind dann die weiteren Schädigungen, weiteren Folgeerkrankungen, die dann zusammenhängen mit eben dem, was wir wissen über die Folgen von Schlaganfall, Herzinfarkt und Arterienverschluss, aber auch Augenerkrankungen, Netzhautablösung und weitere Dinge wie auch Nierenprobleme. Die Folgeschäden treten also für den Betroffenen ein in Form von Amputationen. Zunächst sind es meistens erst Zehen, Teile des Fußes, ganze Beine. Auch hier, wer meine Informationen verfolgt, weiß, dass es dort Möglichkeiten gibt, dem zu begegnen mit AgilCare. Mit AgilCare Pro. Wir finden Neuropathien, die Gefäßschädigungen führen zu Augenerkrankungen, Blindheit, aber auch die Störung der Funktion der Niere. Die Niere filtert nicht mehr so, ich komme später noch darauf hinzu. Arteriosklerose im ganzen Körper, Folgen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Cholesterinwerte stimmen nicht mehr. Wir finden eine Übersäuerung, auch das bringt große Schäden, insbesondere in der Nierenfunktion. Wir haben klare Wundheilungsstörungen, wir kennen alle die offenen Beine, Infektionen dazu, insbesondere Pilzinfektionen werden angetroffen als Folge dieses komplexen Krankheitsbildes Diabetes mellitus. Was macht nun Naturzellulit so wirksam? Warum sprechen wir heute hier im Zusammenhang mit Naturzellulit im Zusammenhang mit Diabetes mellitus? Natürlich stehen ganz oben an die Begriffe Entgiftung. Das haben wir im Rahmen unserer Seminare schon gelernt. Entgiftung ist ganz wichtig. Und ganz oben steht auch die Versorgung mit vielfältigen Mineralien. Das hilft den Diabetikern. Und eine spezielle Hilfe, und das zeigt nun wieder den Zusammenhang zu Nierenerkrankungen, ist, dass wir bei Diabetikern eine diabetische Nephropathie, also eine zu geringe Entgiftungsfunktion der Niere vorfinden. Diabetische Nephropathie. Und bei vielen Menschen, die mit Diabetes leben, ist es auch oft die Todesursache Nierenversagen. Und wenn wir hier eindringen und uns mal ansehen, was dort passiert, wenn die Niere nicht mehr ausreichend funktioniert, wenn sie eine diabetische Nephropathie hat, dann lautet das, dass sie die Schadstoffe und Gifte nicht mehr genug ausfiltern. Und insbesondere
Ammonium im Blut wird nicht mehr ausgefiltert. Und das ist sehr, sehr gefährlich für den Menschen. Erfreulicherweise nehmen wir Naturzellulit ein, entgiftet das Blut von diesem Ammonium und bringt uns dort eine Lösung, eine sehr, sehr hilfreiche Lösung, die Leben und Gesundheit retten kann. Es gibt auch äußere Anwendungen von Zeolit im Zusammenhang mit Diabetes. Wir kennen ja den diabetischen Fuß, wir kennen die Wundheilungsstörung, Neuropathie, also Erkrankung der Nerven. Das führt dann zu Amputationen, wie ich schon erwähnt habe. Und wir haben auch Probleme bei der Heilung von Geschwüren, die wir äußerlich zum Beispiel auf der Haut sehen. Und wir brauchen eine verbesserte Wundheilung. Was machen wir da? Wir wenden Naturzellulit von außen auf. Wir tragen Naturzellulit ein klein wenig mit weniger Wasser angerührt, können wir das aufbringen und vielleicht mit einem kleinen Verband dann schützen, dass es dort bleibt. Ist sehr, sehr hilfreich, auch schnell wirksam und Taubheitsgefühl, Wundheilungsstörung, Neuropathie werden gelindert bzw. sogar beseitigt. Aber wir können auch Amputationen verhindern, weil wir nämlich dort gegen die Infektion der Wunden gut vorgehen können. Das gleiche gilt für die Heilung von Geschwüren. Ziel ist es also, die Nebenwirkungen und noch viel besser gesagt, die Folgeerkrankungen zu lindern bzw. zu verhindern, die im Zusammenhang mit Diabetes mellitus stehen. Die praktische Anwendung, und das entnehme ich hauptsächlich dem großen Erfahrungsschatz von Frau Dr. Ilse Tribnik und ihrem Buch Stein des Lebens, lautet Naturzeolit zweimal am Tag 6 Gramm nehmen. Die Anwendungsempfehlungen würde ich jetzt gleich noch mal hier zum mal freigeben. Entschuldigung, dann mache ich das so. Ab jetzt kann die Datei mit meiner Anwendungsempfehlung zu dem Produkt Naturzellulit 10 Mikrometer heruntergeladen werden und angepasst an diese Fragestellung heißt es nicht nur Zeolit einzunehmen. Wie gesagt, ich würde mich streng an die Anwendungsempfehlung halten, die Sie jetzt hier runterladen können. Übrigens, jeder, der Naturzellulit 10 Mikrometer in meinem Shop kauft, bekommt auch diese Anwendungsempfehlung. Die ist ganz wichtig. Details sind oft wichtig, gerade wenn es um Gesundheit geht. Hier jedenfalls wird empfohlen, zu dem Naturzellulit auch noch Traubenkernextrakte, also OPC, zu nehmen. Sie können sich da im Internet informieren, wo Sie das herbekommen. Übrigens ist Deutschland mit dem besten OPC nach meiner Information versehen und Sie sollten dort Produkte aus Deutschland nehmen und dazu noch Gelbwurzelextrakt, also Kurkuma. Wenn Sie das einnehmen, haben Sie gute Möglichkeiten und das sagen die mehr als 10-jährigen Erfahrungen von Dr. Ilse Tribnik. Es ist einfach einzunehmen und wirklich kein Problem. Ich stoppe jetzt das Herunterladen und beziehungsweise gebe noch ein paar Sekunden Zeit für die, die es noch nicht heruntergeladen haben, das herunterzuladen. Ja, das ist, wäre sozusagen die praktische Anwendung und dies, wenn man sich das überlegt, doch wirklich sehr einfach. Zeolit einzunehmen. Zeolit ist ein Naturprodukt, nehmen wir keine Gefahr ein. Ich muss allerdings hervorheben, dass Zeolit in der entsprechenden Qualität existieren muss. Wir hatten am Montag eine Anfrage in diesem Seminar, eine Anfrage einer Teilnehmerin, die mich fragte, wie es gekommen ist, dass sie bei sich und ihrem Sohn unmittelbar durch Einnahme von Naturzeolit es zu einem Gichtanfall gekommen ist. Da hatte ich natürlich erst einmal ein Problem, weil ich weiß, dass man Gicht sogar behandeln kann mit Naturzeolit, aber der Schlüssel dieses Fehlers war schnell gefunden und ich konnte mich auch austauschen mit anderen Experten und habe Datenblätter gelesen. Dieses Produkt, was die Anwenderin eingenommen hatte, wo es dann zum Gichtanfall gekommen ist, dieses Produkt war nicht von hoher Qualität. Und zwar sind meines Erachtens ein zu großer Anteil von Nanopartikelchen drin. Die Körner dürfen ja nicht im Nanopartikelbereich sein, dann können sie uns schaden. Deshalb immer hochqualitative Zeolit einsetzen, der
konstant im Bereich von Mikrometern, also irgendwo zwischen 6 und 10 Mikrometern liegt, aber konstant ist und natürlich von größter Reinheit ist. Und dann kann meines Erachtens so etwas nicht passieren. Ist der Anteil von kleinen Partikeln, also wenn die Anbieter angeben, es ist von 0,0 bis 50 Mikrometern drin, dann sind also zu viele Nanopartikel drin und da gibt es sogar eine schnell erreichbare letale Dosis. Also große Vorsicht bei der Einnahme von Naturzeolit, der meistens zu niedrigem Preis, aber angeboten wird mit großen Anteilen von Nanopartikeln. Also große Vorsicht, halten Sie sich lieber an diejenigen, die Zeolit in hoher Qualität und ausgesprochen konstanter Korngröße im Bereich von 6 Mikrometer oder 10 Mikrometer bringen. Ja, Silizium brauchen wir zum Leben. Das haben wir schon in den anderen Seminaren auch gelernt, unbedingt. Und das Silizium ist auch wichtig für Diabetiker. Aus dem Silizium machen wir über Transmutation Calcium. Wir machen aus dem Silizium durch Transmutation auch Magnesium, andere Elemente auch noch und führen uns über dieses Silizium in der Form Naturzeolit auch wichtige Mineralien zu. Das ist also nochmal ganz wichtig und trifft natürlich auch auf Diabetiker zu. Ich habe selbst auch Bedarf gehabt in der Vergangenheit zu dauerhafter Einnahme von Naturzeolit. Erklärt, wie das gekommen ist, habe ich in anderen Seminaren. Deshalb habe ich mich nach dem besten verfügbaren Zeolit umgesehen und das lautet Naturzeolit 10 Mikrometer. Und auch, um es anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, diesen Zeolit in der hohen Qualität, habe ich es in meinen Shop aufgenommen. Sie lesen hier die Adresse shop.schmerzen-was-tun und können dort Zeolit erwerben. Das gilt natürlich nicht nur für den Bedarf bei Diabetes, sondern auch rundherum über alle Themen, die wir von Montag bis Samstag führen. Dieser Zeolit ist nicht sehr teuer, aber ich kann sagen, nach Kenntnisstand, nach meinem Gewissen, die beste Qualität, die jetzt zur Verfügung steht. Ja, shop.schmerzen-was-tun kann ich Ihnen empfehlen. Dort können Sie einfach einkaufen, einfach bestellen und einfach bezahlen. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schaue mich jetzt mal im Chat um, wer Fragen gestellt hat. Ja, das Kurkumin, schreibt Renate Ulrich, Kurkumin Lodges wird empfohlen. Es gibt es in der Online-Apotheke mit Packs. Das wäre sozusagen bei dem, und ich kann vielleicht mal zurückspulen, ich habe ja hier geschrieben, dass wir es mit Kurkumin aufnehmen, also Kurkuma aufnehmen, also Gelbwurzelextrakt, so wie es hier geschrieben ist im Chat, in der Online-Apotheke MedPax. Wer sich das vielleicht notieren will, dort hat man guten Zugang dazu. Gleiches findet man aber auch zur OPC von hoher Qualität. Und da kann ich eigentlich sagen, dass alles das, was aus Deutschland kommt, relativ gut ist. Meines Erachtens gibt es unter den relativ guten auch das Beste, weltweit Beste und stammt aus Deutschland. Ja, wenn es noch keine weiteren Fragen gibt, mein Blick zur Uhr ist, wir haben es klein wenig überzogen, die Zeit, aber das ist sicherlich heute nicht so schlimm. In dem Chat wird noch geschrieben von Bruno von Arx, dass über die Schweiz das auch erhältlich ist und man durch Bestellung über ihn sich die Einfuhrkosten von meinem Shop sparen kann. Ich empfehle es. Ich arbeite sehr gerne mit Bruno von Arx in der Schweiz zusammen. Ja, vielen Dank, Claudia Ulrich. Sie schreibt, ich fand es sehr interessant, den Zusammenhang zwischen der Entgiftung und der Unterstützung der Nieren zu erfahren. Ja, prima. Freut mich, dass ich Informationen, wichtige, lebenswichtige Informationen geben konnte. Prima. Und ich bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Und verabschiede mich. Ich wünsche Leben ohne Krankheit.